Der Gesang eines Countertenors in der Speicherstadt. Mei Li Li aus China, seit 5 Jahren in Hamburg. Ich habe viele Jahre im Kinderchor gesungen, seit ich 8 Jahre alt war. Und meine Mutter arbeitete bei dem Radiosender. Sie hat ihre eigene Radiosendung. Wenn sie zu Hause Musik spielte, habe ich mitgesungen. Meine Mutter hat mir gesagt, oh, du hast eine wunderschöne Stimme, du solltest singen. Ninon Kolnerik und Mei Li Li sind seit 10 Jahren befreundet. Sie, Richterin am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, war einige Jahre für die EU in Peking. Bei einem Konzert entdeckt sie das Ausnahmetalent. Ich war also sehr berührt von der Stimme und war auch sehr irritiert, weil ich mich gerade mit Peking-Oper beschäftigt habe und dachte, was ist denn das? Ein Chinese, der mit der Stimme eines Countertenor Barock-Arien singt. Mit 14 Jahren kommt Mei Li in den Stimmbruch. Der bedeutet meist den Verlust des hohen Gesangs, nicht so bei ihm. Ich habe gedacht, ich war ein Freak, weil niemand kann nach dem Stimmbruch hohe Noten singen. Heimlich übt er zunächst in der Garage, traut sich dann doch heraus und wird unterrichtet. Mei Li bekommt schließlich ein Stipendium an der Royal Academy of Music in London. Und hat sein Abschlussexamen mit 100 von 100 Punkten gemacht. Also 100 ist die Höchstzahl. Und das ist, glaube ich, in der ganzen Geschichte der Royal Academy of Music ist es nur 2-mal vorgekommen und er war der 2. Also jedenfalls ist es ganz, ganz rar. Wenn er Zeit hat, kommt der Countertenor bei der pensionierten Richterin vorbei und sie kochen gemeinsam. Sie fördert ihn und hilft, beruflich Fuß zu fassen. Sie ist meine treueste Unterstützerin. Ich habe meine chinesischen Eltern in China, aber Ninon ist wie meine europäische Mutter. Inzwischen singt er in Barockopern auf vielen Bühnen Europas, Wien, München, Budapest oder wie hier in Lübeck. In der Barockzeit galt das Hohe als das Vornehmere. Also die schlichten Rollen, die einfachen Rollen, Knechte und so weiter, die haben mit der normalen Bruststimme gesungen. Und wenn Sie gucken, die ganzen Helden, das sind alles die hohen Stimmen, die typischerweise eben von Countertenören oder früher Kastraten besetzt waren. Etwas Übersinnliches sagt man den Countertenorstimmen nach, eben anders als bei Sopranistinnen. Countertenorstimmen hat eine besondere Farbe. Wir benutzen nicht so viele Kraft. Wir müssen nicht so laut singen, aber weil wir sehr gute Obertöne haben. Es ist schon spät. Sprachen wie Italienisch, Französisch, Latein, Englisch, Deutsch und Russisch sind Pflicht. Nicht einfach. Es gibt so viele kleine Nuancen in der Sprache. Ich fühle mich besser, wenn man hat mir gesagt, oh, das war perfekt Italienisch. Das macht mehr Freude als, oh, du hast eine wunderschöne Stimme. Mei Li Li, ein Countertenor, dessen Karriere auch durch die Förderung der Hamburgerin Ninon Kolnerik steil nach oben geht.